Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Stadion von hier auf meinem Kanal. Heute geht es zum VfB Stuttgart gegen Heidenheim. Das ist das 1000. Heimspiel vom VfB. Es ist eine historische Marke und ich habe gelesen, es sollte ein Sondertrikot geben. Ich blende es euch mal hier ein. Ich finde, die sieht schon ziemlich clean aus. Ich freue mich auch extrem auf dieses Spiel. Heidenheim ist aber schon, würde ich sagen, ein ekliger Gegner. Ist ja so ein kleines Nachbarschaftsduell, sind auch Schwaben. Es wird auf keinen Fall leicht, gegen die zu gewinnen. Ich bin mal gespannt. Die Kanscha Dokova hat so eine Aussage gemacht, dass es ihnen reicht. Und deshalb kommen alle in Schwarz, habe ich auch an. Und ja, ich werde mich jetzt dazu nicht äußern, warum wir jetzt alle in Schwarz kommen müssen. Das könnt ihr auch selber durchlesen, aber ich glaube, die meisten wissen auch, warum. Leute, ich würde sagen, jetzt kommen wir mit dem Video. Angekommen am Wohnzimmer. Angekommen im Stadion. Hier gibt es noch so einen kleinen Zettel, das uns verteilt wurde. Könnt ihr euch gerne durchlesen und pausieren. Gerade noch Applaus.
Peter das Hut in der Kurve sind. Alle schon maskiert und alle. Auf geht's! Wie gesagt, die Kurve plant etwas. Frag es was. Rex Video Assistant. Was ist jetzt denn? Egal, aber geile Pyro-Show. Die warten bis es weg ist. Bis der Rauch weg ist. Das sind wir jetzt schon dran. Dann VfB Stuttgart, VfB Stuttgart, das sind wir. VfB Stuttgart, das sind wir. VfB Stuttgart, das sind wir. Nein, VfB Stuttgart, VfB Stuttgart, das sind wir.
Kevin Müller oder so. Keine Ahnung. Verbessern die den Kopfhahn. Wir haben gerade so eine unnötige Ecke bekommen. Und die sind, glaube ich, die beste Standardmannschaft für Liga. Scheiße. Ja, ich dachte vor, wir ein bisschen Mut mithalten halt. Also keine Fans, aber gut. Jetzt müssen die Leute aufstehen. Jetzt schon, jetzt, das wird 26. Spielminute. Eisbadenzer, hey! Wir Heidenheimer müssen eigentlich mitspringen. Der Eisbadenzer, hey! Hey! Wer nicht hüpft, der Eisbadenzer, hey! Hey! Yeah! Jawohl, Andre!
Mann. Ich gönne es Andre so sehr. Auf die Reise, Stuttgart International, Europapokal, oh, Europapokal, oh, nach aller Scheiße geht's auf die Reise, Stuttgart International, Europapokal, oh, Europapokal, oh, wenn ich war, ich habe. War aber, glaube ich, übelst Fehler. Eine Flanke ist falsch.
Das ist so nötig. Wir hatten die Chance, machen zu können. 2-2 in der 84. Und jetzt machen wir ein Tor. Doch Kaltstadt! Auf geht's, Jungs, aus Kaltstadt! Schießt ein Tor! Junge, Junge! Leck mich doch am Arsch! Leck mich doch am Arsch! Klein wie ein Friedrich. Junge, Junge. Sag's euch, es ist nicht verdient. Die waren auf keinen Fall besser als wir. Wir hätten es gewinnen müssen. Irgendwie bitte. Ja. Ui. Jetzt haben wir wieder 10 Jahre Zeit. Soll nicht mehr sein. Aus dem Spiel, was geplant hat. Rote Karte zeigen. Ja. Weiter. Bitte. Nach vorne muss der Ball. Komm, ein. Ein vernünftiger, gepflegter Angriff. Ja. Jawohl. Nee. Leck mich, Alter. Scheiß Liga. Was denn? Hey! Bitte nicht. Bitte nicht, Alter. Egal. Egal, 3-3 trotzdem. Eintreiben. Ja, Leute, das Spiel ist zu Ende. Jetzt gibt es noch mein Spielfazit. Ja, wird mir, glaube ich, echt schwer fallen. Wir führen mit 2-0 komplett verdient. Wir sind den Sieg entgegengegangen und dann kommt so ein Nübelfehler. Passiert eben, aber schade. Nübel hat trotzdem ein geiles Spiel gemacht, hat eine Parade gemacht, eine extrem wichtige Parade gegen Jan-Niklas Best, hat ihn aufgenommen und er spielt einfach eine Wahnsinnssaison. Wie aber auch alle anderen VfB-Spieler. Ja, dann drehen sie das Spiel durch Doppelpack von Tim Kleindienst.
Aber wir schlagen dann auch in der 98. Minute durch Dennis Undaff zurück und so können wir wenigstens Punkt mitnehmen. Ich kann aber entscheiden sein. Und ich habe so ein Ding geschenkt bekommen, so ein Ritter Sport. Pausenspiele, extrem geil. Und ja Leute, ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Das war's mit dem Video. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Das ist der Heidelheim-Bus.